In diesem Video gehen wir mit euch auf Roomtour im B&B Benin Casa in Palermo. Es ist eine ideale Unterkunft für Kreuzfahrer, die von hier starten. Wir werden euch in einem Extra-Video zu Palermo als Startpunkt für eine Kreuzfahrt auch noch ein paar weitere Infos zum Benin Casa geben. Unser Zimmer verfügte über ein großes Bett, das sehr weich war. Dennoch haben wir super darin geschlafen. Oberhalb findet ihr noch eine Ablagemöglichkeit sowie zwei Lampen und Nachttische. Ein Kleiderschrank mit Bügeln fehlte auch nicht, zudem lag hier auch ein Föhn bereit. Der kleine Tisch eignet sich auch super, um am Laptop zu arbeiten. In der Mappe findet ihr einige Restauranttipps. Euer Frühstück nehmt ihr an dem kleinen Tisch ein, über dem sich zudem ein TV-Gerät befindet. Ein paar Snacks, Aufstriche und Kapseln für die Dolce Gusto liegen ebenfalls bereit. Unter dem Tisch befindet sich ein kleiner Kühlschrank inklusive Eisfach, der mit einer Flasche Wasser und zwei kleinen Trinkpäckchen gefüllt war. Und wenn ihr kurz mal an die Luft wollt, dann geht ihr einfach auf den kleinen Balkon. Das gemütliche Bad bietet euch alles, was ihr braucht. Und anders als oft schon erlebt, kommt hier aus dem Duschkopf auch ordentlich Wasser mit Power.